Wenn Abgeordnete Fragen von aktuellem Interesse zu Vorhaben der Bundesregierung haben, können sie in Sitzungswochen die Mitglieder der Regierung im Plenum befragen. Doch wie funktioniert das genau? Seit 1990 findet im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, den wir hinter uns sehen, immer mittwochs um 13 Uhr die sogenannte Regierungsbefragung statt. Die Regierungsbefragung ist inhaltlich eng verbunden mit der Kabinettssitzung, also der Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Bundesministern, und soll die Abgeordneten über die Inhalte dieser Kabinettssitzung informieren. Und wie lange dauert so eine Befragung? Für den einleitenden Bericht durch den Bundesminister und die Bundesministerin stehen 5 Minuten zur Verfügung. Die anschließende eigentliche Regierungsbefragung dauert dann 30 Minuten. Der amtierende Präsident hat allerdings die Möglichkeit, bei entsprechendem Interesse die Regierungsbefragung auch zu verlängern. Und damit möglichst viele Abgeordnete die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, ist auch verabredet, dass für Frage und Antwort jeweils nur 1 Minute zur Verfügung steht. Wer beantwortet die Fragen? Grundsätzlich antworten die angesprochenen Mitglieder der Bundesregierung, also regelmäßig der Minister oder die Ministerin, die den einleitenden Bericht abgegeben hat. Fragen zum Zuständigkeitsbereich anderer Ministerien können allerdings auch von deren Vertretern, also Minister oder parlamentarischen Staatssekretären, beantwortet werden. In der Regierungsbefragung erhalten Abgeordnete somit Informationen über aktuelle Vorhaben und Beschlüsse der Bundesregierung aus erster Hand. Darüber hinaus ermöglicht die Befragung aber auch die Kontrolle der Bundesregierung durch den Bundestag, ein wesentliches Merkmal der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Eine weitere Möglichkeit, Fragen an die Bundesregierung zu stellen, haben Abgeordnete in der Fragestunde. Diese findet im Anschluss an die Befragung der Bundesregierung statt. Was ist der Unterschied zwischen Befragung der Bundesregierung und Fragestunde? In der Fragestunde, die im Anschluss an die Regierungsbefragung stattfindet und die 2 Stunden dauert, werden Fragen zum gesamten Tätigkeitsbereich und Verantwortungsbereich der Bundesregierung gestellt. Die Fragen für die Fragestunde müssen die Abgeordneten auch vorher schriftlich einreichen, sind also nicht so spontan gestellt wie in der Regierungsbefragung. Weitere Informationen finden Sie auf www.bundestag.de.